Heute bei Das ganze Bild, Hyperion, ein YouTuber mit eritreischen Wurzeln, aufgewachsen im migrantischen Umfeld. Wir reden über linken Rassismus. Nachdem ich aber dann von anderen Leuten dort als Hausnigger oder als Onkel Tom bezeichnet wurde und nicht das gemeldet hatte, verstößt nicht gegen unsere Standards. Und ich dachte mir, ja, das ist ja interessant, gut zu wissen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für YouTube. Das heißt, YouTubes Algorithmus, bei mir ist es so zum Beispiel, meine Videos werden in der Regel von Anfang an gleich demonetisiert. Und wie man in einem linken Umfeld konservativ und libertär wird. Aber ich hasse natürlich nicht die Linken, sondern die Ideologie an sich. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das ganze Bild. Ich freue mich heute auf den YouTuber Hyperion. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Hyperion, nennen Sie sich im Internet. Warum? Ja, das kam daher, dass ich Anonymität gesucht hatte. Ich hatte früher immer auf Facebook gepostet, einfach nur Texte, Thema Politik. Und da gab es Gruppen. Eine Gruppe hatte den bizarren Namen Gutbürger versus Wutmensch. Gutmensch versus Wutbürger. Und da hat man immer hin und her diskutiert. Und irgendwann dachte ich mir, ich mache mal da ein Video rein. Und jetzt habe ich das Video bei YouTube hochgeladen und dachte mir, ja gut, die in dem Forum wissen, wie ich heiße, aber die bei YouTube müssen es ja nicht wirklich wissen, also brauche ich ein Pseudonym. Und dann habe ich überlegt, welches Pseudonym nehme ich? Und mein Nachname ist Mebrahtu, mein echter Nachname. Und das bedeutet, kommt von dem Wort Mebrah, also erleuchten, erhellen. Und Hyperion ist der Titan des Lichts in der griechischen Mythologie. Und da ich sowieso eine Schwäche für den griechischen Pantheon hatte, dachte ich mir, hey, okay, das funktioniert doch ganz gut. Okay, Hölderlin. Nicht, genau, ich wollte gerade sagen, nicht Hölderlin, nicht der Eremit, der sich am Ende zurückzieht nach harten Einsätzen im Krieg. Gegen die Türken. Genau, dafür bin ich hoffentlich noch zu jung. Okay. Wir haben festgestellt, dass bei der EU-Wahl die YouTuber im Allgemeinen fast überwiegend Grüne unterstützt haben und massiv geworben haben. Was ist Ihr Eindruck, welchen tatsächlichen Einfluss hat YouTube auf die Meinungsbildung und auf Wahlen? Also YouTube ist äußerst wichtig für die Meinungsbildung. YouTube ist ja auch die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Und gerade vor kurzem kam ein Artikel in der New York Times und da haben die auch geschrieben, wie YouTube mich radikalisiert hat. Und haben eine Geschichte erzählt, letztendlich von einem jungen Menschen, der sich einige YouTube-Videos von konservativen und auch libertären Leuten angeschaut hat. Und die Radikalisierung war dann natürlich für die New York Times die Tatsache, dass er später eine christliche Frau geheiratet hatte. Gefährlich. Ja, natürlich. Und sich selbst dann als konservativ gesehen hatte. Weil YouTube eben auch immer wieder diese Videovorschläge gemacht hat, sodass er seine eigenen Interessen wurden natürlich immer weiter und weiter gefüttert. YouTube denkt, die Person interessiert sich für konservative Leute, ich gebe ihnen mehr Informationen. Dadurch wird natürlich der Bestätigungsfall, den jeder Mensch hat, natürlich verstärkt. Die Filterblase. Im Prinzip ist es der Vorwurf, man bewegt sich nur noch in seiner eigenen Filterblase, weil man über die Algorithmen das vorgeschlagen bekommt, was man sowieso Jein. Hören will. Jein. Also YouTube macht das inzwischen nicht mehr ganz so stark. YouTube versucht automatisch, sogenannte autoritäre Quellen zu pushen. Linke Quellen letztendlich. Und die Filterblase gibt es aber immer noch, aber die ist nicht mehr so stark aufgrund des Algorithmus da, sondern aufgrund der menschlichen Psyche. Wir Menschen suchen immer nach Informationen, die das bestätigen, was wir tatsächlich glauben. Und wir vermeiden Informationen, die das in Frage stellen, was wir glauben. Das nennt sich Bestätigungsfehler in der Kognitionspsychologie. Filterblase hat man natürlich auch, wenn man nicht selber nach dem sucht, was man haben möchte oder dass man etwas präsentiert bekommt, was man vorher schon gesucht hat, sondern wenn man irgendetwas anderes präsentiert bekommt, zum Beispiel Tagesschau, das ist auch eine Filterblase, oder nicht? Oh ja, wie gesagt. Als Stichwort Pass pro Toto, ja, als ein Beispiel. Tatsächlich, tatsächlich. Aber nochmal ganz kurz zurück zur Meinungsmache oder zu der Power, die YouTube letztendlich hat. Gerade bei den Grünen hat man es ja auch gesehen. Was da für eine massive Mobilisierung, gerade bei jungen Leuten, tatsächlich möglich war. Und das ist ja auch der Grund, warum YouTube jetzt gerade die ganzen Algorithmen verändert. YouTube hat zum Beispiel jetzt gerade massiv Angst, dass nächsten Jahr, wenn der Wahlkampf in den USA ansteht, dass natürlich dann wieder die bösen Rechten YouTube benutzen könnten, damit wieder die Republikaner gewählt werden und der böse Trump schon wieder im Haus bleibt. Und was machen die? Die versuchen natürlich, diese Filterblasen, die bösen Filterblasen zu durchbrechen.
Wie groß ist nach Ihrer Meinung die Gefahr von Zensur? Also haben Sie das selber schon erlebt? Sind Sie selber schon zensiert worden? Ist bei Ihnen schon was weggeschnitten worden? Und Sie mussten gegebenenfalls klagen, um die Sachen wieder einzustellen. Haben Sie das schon erlebt? Also bei Facebook ist es sehr häufig passiert, dass ich inzwischen auf Facebook nichts mehr, also fast nichts mehr selbst hochlade, sondern nur YouTube-Links dorthin verlinke. Aber auch das hilft nichts. Das heißt, 30 Tage Sperre hier, 30 Tage Sperre da. Also es wirkt manchmal wie so schwachsinnige erzieherische Maßnahmen von Facebook, was ich für sehr arrogant halte. Und die Begründungen machen gar keinen Sinn, weil irgendjemand gemeint hatte, das wäre Hassrede. Auch wenn es nur ein kleiner Witz ist. Ein Beispiel, ich habe ein Video gepostet, nicht ein Video, sondern nur ein Bild gemacht, wo Frau Merkel zu sehen ist. Nebendran der Text, wir brauchen Fachkräfte. Und drunter war ein Bild von einem eindeutigen Terroristen mit einer Kalaschnikow in der Hand. Und der hat gesagt, wir sind vom Fach. Natürlich wurde ich dafür für 30 Tage gesperrt. Natürlich. Vollkommen selbstverständlich. Nachdem ich aber dann von anderen Leuten dort als Hausneger oder als Onkel Tom bezeichnet wurde und nicht das gemeldet hatte, hieß es dann, das ist, verstößt nicht gegen unsere Standards. Und ich dachte mir, ach, das ist ja interessant, gut zu wissen. Also die Standards werden sehr merkwürdig. Klarer Rassismus gegen Rechte ist in Ordnung, wenn es von der richtigen Seite kommt. Das Problem ist eben, wer bewertet das? Das sind immer für unterschiedliche Menschen. Das ist das Gleiche gilt natürlich auch für YouTube. Das heißt, YouTubes Algorithmus. Bei mir ist es so zum Beispiel, meine Videos werden in der Regel von Anfang an gleich demonetisiert. Und dann muss ich erst mal sagen, hey, bitte prüf das doch erst einmal. Und dann muss sich ein Mensch da hinsetzen, sich meine Videos anschauen und sagen, ja, das können wir durchgehen lassen oder nein. Und dann ist es natürlich abhängig davon, was ist das für ein Mensch, wie ist der politisch gesinnt. Ich will einmal zurückkommen auf die Zeitsitzung, bevor das alles geblockt wurde, sondern als Sie noch ganz frei, aber natürlich jetzt stellen Sie auch Ihre Sachen öffentlich, aber als Sie damit angefangen haben, hat sich in Ihrem Umfeld was verändert, hat sich Ihr Leben verändert, können Sie sagen, die Wahrnehmung hat sich verändert und für Sie der Umgang mit der Öffentlichkeit? Ja, ich denke schon ein wenig. Also der Anfang ist natürlich das Schlimmste. Man haut das erste Video raus und dann heißt es, was ist denn mit dir los? Und auf einmal klingelt das Telefon von Leuten, von denen man jahrelang nichts gehört hat. Die sich plötzlich Sorgen machen. Ja, natürlich. Besorgte Bürger sozusagen. Ja, natürlich. Die haben dann Sorge und dann, hey, willst du reden? Und dann versteht man erstmal die Welt nicht mehr, dann unterhält man sich mit denen. Und da merkt man, dass die Unterschiede gar nicht so groß sind. Und sehr häufig sind die dann eigentlich nicht so, dass sie eine komplett andere politische Meinung haben, aber die fühlen sich eben dadurch gestört, wie man etwas gesagt hat. Du kannst doch nicht den ganzen Islam kritisieren. Ich habe nur den radikalen Islam kritisiert. Ja, aber du hast nichts über den guten Islam gesagt. Ja, warum sollte ich das, wenn ich Kritik übe? Und dann hat man diese merkwürdigen Diskussionen. Am Anfang war das also sehr schlimm. Und dann beginnt natürlich knallhart eine Auslese. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, ich kann mit so einem Menschen nicht irgendwas zu tun haben. Also haben Sie, ich sag mal, Freunde verloren, Bekanntenkreis sich reduziert oder überschaubar? Ja, also überschaubar würde ich sagen, definitiv. Ja. Viele Leute dazu gewonnen, sehr, sehr viele Leute dazu gewonnen, weitaus mehr dazu gewonnen. Also. Das ist die andere Seite der Medaille. Man lernt halt neue Leute kennen. Ja, sehr interessante Menschen. Sie haben sich positioniert ausdrücklich als konservativ und liberal oder libertär? Niemals liberal. Denn die Begriffe sind unterschiedlich besetzt, sage ich mal, wenn man es nicht ganz, ganz oben aufhängt und nicht mit amerikanischen Maßstäben drangeht, aber als konservativ und libertär. Wie passt das zusammen? Der Gemeinde sagt, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Diejenigen, die quasi ganz ohne Regeln und die ganz strenge Regeln wollen, irgendwie geht das nicht zusammen. Also libertär bedeutet nicht ohne Regeln, sondern bedeutet ohne Herrscher. Das, also wenn man es ganz genau nehmen will. Ich lehne mich hier beim Libertarismus, lehne ich mich eher an den amerikanischen Modell an, bei den Libertarians, die ja für einen Minimalstaat sind. Weil hätte ich jetzt das Wort, liberal benutzt, ja, die Grünen nennen sich auch liberal. Und sind eine Verbotspartei. Die FDP nennt sich auch liberal. Und ich glaube, das tun sie nicht mehr so offensiv. Ja, auf den Webseiten schon und wollen aber trotzdem noch einen europäischen Superstaat und sprechen davon, wir brauchen keine nationalen Alleingänge, wenn es um Klimaschutz geht und Ähnliches. Und das hat natürlich mit Liberalismus nichts mehr zu tun. Deswegen möchte ich damit erst gar nicht in Verbindung gebracht werden. Also libertär ist, denke ich, die eher zutreffende Beschreibung, würde ich sagen. Wann haben Sie diese Gedanken entwickelt? Wann haben Sie sich politisiert? Das erste Mal war der Wahlkampf in den USA. Da trat ein... Welcher? 2008 war das schon, genau, 2008. Und da trat, glaube ich, Ron Paul war das damals an, ein Republikaner und
Am Anfang denkt man ja, gut, die Linken sind die Guten, so bin ich ja aufgewachsen. In meinen Kreisen, also generell bei Migranten. Hab ich nie erlebt. Ja, bei Migranten ist das meistens so, dass man halt denkt, ja, die einen sind generell auch die CDU ist ausländerfeindlich. Das bekommt man so beigebracht, mehr oder weniger in den Kreisen, auch wenn es nicht so direkt gesagt wird. Ab und zu wird es so gesagt. Aber die CDU oder die Rechten, generell die Konservativen, die sind ja eigentlich ausländerfeindlich. Wenn man dann nachhakt, wie oder warum, kommt meistens nicht wirklich was. Vielleicht so im Hintergrund noch für die, die es nicht wissen. Sie sind fast ausschließlich in Deutschland aufgewachsen, sind als ganz kleines Kind, ich glaube mit einem Jahr, nach Correct. Deutschland gekommen und kamen aus Eritrea als Flüchtling. Und sind dann hier aber vollständig in die deutsche Gesellschaft sozusagen nicht interessiert, sondern integriert, muss man eigentlich fast gar nicht sagen, weil sie als Deutsche aufgewachsen sind. Ja, ein Einjähriger ist automatisch Teil der Gesellschaft. Hab gar keinen Bezug zu der anderen Kultur. Als kleines Kind sind wir mal rübergegangen, haben kurz einen Urlaub gemacht. Also nachdem der Krieg kurz vorbei war, da waren wir 10 Jahre alt. Und ich weiß noch, dass ich dann am letzten Tag, als wir dort waren im Urlaub, also mein Vater durfte nicht zurück, weil politischer Verfolgter, habe ich noch gesagt, Mama, wir können das Flugzeug nach Deutschland nicht verpassen. Ich will unbedingt zurück. Hier will ich nicht bleiben, habe ich gesagt. War nicht Ihre Heimat? Ja, natürlich nicht. Ich habe ja keine Verbindung dazu gehabt. Ich fand das auch bizarr. Wieso haben die hier kein laufendes, normales Wasser? Warum muss ich das Wasser aus dem Tank holen? Warum muss das Licht hier immer aus sein? Warum brauchen wir die Kerze dafür? Also ich habe diese Sachen damals gar nicht verstanden. Klar, weil es nicht ihr Land gewesen ist. Das politische Umfeld, in dem Sie aufgewachsen sind, dann hier in Deutschland, war aber ein, Sie haben gesagt, überwiegend migrantisch geprägt oder links geprägt oder alles zusammen? Oder? Genau, also migrantisch geprägt auf jeden Fall. In dem Stadtteil, wo ich aufgewachsen bin, sind circa 80, knapp drüber sogar, Personen mit Migrationshintergrund. Heidelberg-Emmertsgrund. Emmertsgrund. Genau. Und da hat ja die AfD ganz gut abgeschnitten, was ganz gut war. Also da haben wir sogar den ersten Platz gemacht bei den Bundestagswahlen beim letzten Mal. Und da, also es ist ja nicht so ein politisierter Ort, sage ich jetzt einfach mal. Aber generell in den Kreisen ist es eben so, dass Linke dominieren normalerweise. Das heißt, das ist nicht das Umfeld, das jemanden hervorbringt, der dann hinterher sagt, ich bin jetzt konservativ und libertär. Wie sind Sie dazu gekommen? Genau, konservativ kam bei mir erst viel später dazu. Bei mir war erst libertär. Libertär kam dann erst, so, klingt vielleicht komisch, dadurch, dass ich mehr Logik gelernt habe und logisches Argumentieren. Und da war dann jemand, der hat immer weiter und weiter logisch argumentiert, ein Internetphilosoph, sage ich mal dazu, nennt sich Stéphane Molyneux. Und irgendwann so weit argumentiert, dass er die Notwendigkeit des Staates in Frage gestellt hat. Da dachte ich mir, okay, das geht vielleicht doch ein bisschen ins Extreme für mich. Aber vieles konnte ich natürlich komplett übernehmen. Habe aber mit dem Konservativismus nichts zu tun gehabt. Und dann kam 2015. Und dann kamen die Gedanken, gibt es nicht etwas, was ich konservieren will? Eine gewisse Kultur, die ich konservieren will. Und dadurch kam dann erst der Konservativismus bei mir. Und wurde immer wichtiger und wichtiger, merke ich gerade. Das haben Sie 2015 gedacht. Da kam, wir wissen alle, 2015 passierte etwas, was noch nie passiert ist in keinem anderen Land der Welt. Die Grenzen gingen auf, beziehungsweise sie wurden nicht geschlossen in dem Anstrom von sehr vielen Menschen, die aus anderen Kulturkreisen, wie es heißt, zu uns gekommen sind. Sie kritisieren auch in sehr klaren Worten den Islam. Was sind Ihre Berührungspunkte mit dem Islam und wo sehen Sie die Gefahren? Also Berührungspunkte mit dem Islam hatte ich natürlich in meiner Jugend immer wieder. Hier und da hat man natürlich noch ein paar Bekannte, aber wirklich streng gläubige Menschen hatte ich sehr, sehr wenige in meinem Leben. Und zum Beispiel gestern hatte ich einen Taxifahrer, dem habe ich erzählt, der hat mich gefragt, wohin gehen Sie? Da hat er gefragt, AfD und okay, interessant, hat er dann gleich gesagt, aber... Er hat dann auch gleich gesagt, ich habe den radikalen Islam, finde ich auch nicht gut. Muss man kritisieren. Gefällt mir nicht. Ich bin ein moderater Muslim. Und so geht es den meisten Menschen hier. Und auch die meisten Muslimen, die ich hier getroffen hatte oder mit denen ich irgendwas zu tun hatte, sind alles moderate Muslime oder sogar sogenannte kulturelle Muslime. Das heißt, die haben von dem Glauben eigentlich gar keine Ahnung. Wenn ich denen mich einige Fragen gestellt hatte, dann wussten die nichts, was im Koran drinsteht. Die wussten nicht, was die Hadithe sind oder was die Säulen des Islams sind. Das heißt also, die beziehen sich auf den Islam nicht, weil sie, oder sie sagen nicht, weil ich bin Moslem, weil sie das glauben, sondern weil es eine Form von Tribalismus ist letztendlich. Ich gehöre zu dem Stamm, ich gehöre zu dieser Mannschaft oder ähnliches. Zu der Kultur vielleicht. Aber trotzdem sagen Sie, der Islam ist eine Gefahr oder? Teile des Islams definitiv. Also man kann nicht sagen, der ganze Islam, das wäre natürlich übertrieben. Und vor allem haben wir hier natürlich Menschen, die den Islam brauchen, sage ich jetzt mal. Finde ich ihn gut? Nein. Also auch diese Teile, die
gut sind, finde ich persönlich nicht gut. Also die friedlich sind, die finde ich jetzt auch nicht wirklich gut. Aber Religionsfreiheit, und das sollte man den Menschen natürlich lassen. Und man muss es auch nicht unbedingt kritisieren. Es gibt ja Leute, die Scientology oder sonst irgendwas machen. Pff, meinetwegen, können die alles machen. Jetzt gibt es aber andere Stellen vom Islam oder andere Aspekte des Islams, die gefährlich sind. Die eigentlich auch kein Miteinanderleben möglich machen. Und das Problem ist, dass wir hier ein sehr stark blindes Auge darauf haben. Also vor allem die Politik, die linke Politik hat ein blindes Auge darauf, wenn sie auf den Islam schaut. Die wollen die gefährlichen Dinge eben nicht sehen, sondern stattdessen sagen sie Dinge wie, der Islam gehört zu Deutschland. Oder wie Herr Timmermans gesagt hat, stellvertretender Kommissionspräsident, der gehört seit 2000 Jahren dazu. Ah ja, genau. Historisch ist super, also das ist ja Wahnsinn. Er gehörte schon dazu, bevor es ihn gab. Das wollen wir aber nicht vertiefen, aber es ist die Verbindung zwischen Islam und Links. Sie haben auch mal gesagt, Sie hassen Linke. Warum? Ja, also. Oder ist das jetzt nicht mehr so? Oder warum haben Sie das? Oder warum war das so? Also ich habe ein Video mit dem Titel, wahrscheinlich spielen Sie darauf an, ich hasse, ich, oder warum ich die Linken hasse. Und das entstand natürlich zu der Zeit, als gerade die ganze Debatte mit den Hassgesetzen und Hassrede entflammt ist. Und eine Form des Protests ist natürlich dann etwas Entgegengesetztes zu machen. Die reden von Hassgesetzen. Man soll nicht so viel Hass im Internet verbreiten. Dann kam natürlich, warum ich die Linken hasse, als erstes. Und das war natürlich, auch der Inhalt ist sehr hyperbolisch. Also es ist sehr zugespitzt, auch der Inhalt. Absichtlich natürlich. Aber ich hasse natürlich nicht die Linken, sondern die Ideologie an sich. Denn die Ideologie ist eine, zum einen ist immer klassistisch und zum anderen inzwischen ist sie jetzt immer rassistisch geworden. Die muss das auch sein, damit sie den Klassismus, den sie inne trägt, letztendlich begründen kann. Warum sind, Sie sagen, Sie haben auch gesprochen von linkem Rassismus. Was ist der linke Rassismus? Wo kommt er her? Wie begründet er sich? Der linke Rassismus... Oder wie drückt er sich aus? Genau, also mehrere Formen. Das eine ist, die eindeutigste Form ist der Rassismus der niedrigen Erwartungshaltung, den die Linken eben bestimmten angeblichen Opfergruppen haben. Sprich, Frauen können keine Eigenverantwortung haben. Da ist es der Sexismus, den sie Frauen gegenüber haben. Und bei bestimmten ethnischen Gruppen, Muslimen oder Ähnliches, haben sie auch nicht die Erwartungshaltung, dass sie sich genauso verhalten sollen wie andere Menschen oder auch den Afrikaner oder anderen Kulturen. Am Anfang denkt man ja, okay, vielleicht liegt es ja daran, dass sie eine gewisse Form von Kulturrelativismus betreiben. Aber irgendwann, wenn man da tiefer und tiefer einsteigt, bemerkt man, das Problem ist nicht nur, dass sie Kulturrelativismus betreiben, sondern da geht es wirklich um Ethnie und da geht es wirklich um Biologie. Und das ist immer rassistisch. Das ist immer rassistisch. Vor allem, wenn sie damit reden kommen, nun, ich als Schwarzer sehe, dann denke ich mir, das ist doch scheißegal, dass du schwarz bist. Das Gleiche ist mit der sexuellen Ausrichtung, kann man das Gleiche sagen, oder? Natürlich, natürlich. Das ist ja die Grundform der Identitätspolitik und das Fundament der Identitätspolitik ist, dass die Identität oder letztendlich die Biologie in irgendeiner Form oder die sexuelle Ausrichtung irgendeine Form von, denen eine Verstärkung gibt oder deren eigenen Worte mehr Gewicht gibt, was es ja nicht tut. Sie unterscheiden eben zwischen Schwarz und Weiß und zwischen Mann und Frau und zwischen homosexuell und heterosexuell und machen daraus ein Thema. Natürlich. Jetzt ist es aber auch so, dass es für die aber auch notwendig geworden. Diese Rassenkämpfe, sage ich jetzt mal im überspitzten Sinne, sind für die notwendig geworden. Die linke Ideologie war ja immer so, dass man Klassenkämpfe gemacht hat. Das heißt, das Proletariat sollte sich gegen die böse Bourgeoisie erheben. Aber das funktioniert ja nicht mehr. Das geht ja nicht mehr. Dank des Kapitalismus sind die meisten Menschen, gehören sie nun zur Bourgeoisie. Es gibt keine böse oder ausgebeutete Arbeiterklasse. Also haben die das jetzt geändert und versuchen, bestimmte Ethnien gegeneinander aufzuspielen. Sagen, ja, der weiße deutsche Mann. Der unterdrückt die arme, kopftuchtragende Eiche. Das ist doch eindeutig, weil die auch merken, dass die bestimmte Ethnie natürlich in bestimmten sozialen Schichten häufiger vertreten sind. Also versuchen die das auf diese Art und Weise. Das heißt, der Klassismus, den die früher gemacht haben, wird inzwischen mit Rassismus letztendlich durch den Rassismus ersetzt. Sie brauchen Gruppen, um die sie sich kümmern können. Genau, Kollektivismus, das ist ja das Fundament. Schauen wir ganz kurz zum Schluss noch nach vorne. Was sehen Sie als die größte Gefahr für Deutschland an? Ja, früher hätte ich vielleicht ein bisschen gesagt, zu schnell gesagt, der Islam. Ich denke aber, die Globalisierung ist das letztendlich. Und nicht die Globalisierung im normalen ökonomischen Sinne, das wäre ja ganz gut, sondern letztendlich, vielleicht ist der Internationalismus ein besserer Begriff dafür, die Tendenz, dass Nationalstaaten abgeschafft werden sollen. Und das ist ein riesiges Problem. In Deutschland ist zum Beispiel die AfD die einzige Partei, die sagt, hey, Deutschland, das kleine Stück, das hätten wir gerne noch. Alle anderen Parteien träumen davon, einen europäischen Superstaat zu haben. Und die Träume gehen ja noch weiter. Also das halte ich für das
größte Problem, also die Erschaffung eines europäischen Superstaats beziehungsweise die Abschaffung der einzelnen Nationalstaaten, das sehe ich als riesiges Problem. Wenn der europäische Superstaat die Probleme in Europa lösen wäre, wäre die Konsequenz, dass man einen Weltstaat machen müsste, dann müssten im Prinzip die übrigen Probleme auch lösbar sein. Ist das die Logik dahinter? Natürlich. Und wir merken es bei der Klimapolitik zum Beispiel. Da heißt es, ja, also Deutschland allein kann das nicht machen. Wir brauchen europäische Lösungen. Wir brauchen eine europäische Lösung, auch bei der Grenzpolitik. Da hatten wir es auch gemerkt. Ja, warum machen wir die Grenzen nicht zu? Ja, wir können keine nationalen Alleingänge machen. Ja, es wird ja schon so getan, als ob es Deutschland nicht gäbe und als ob es nur noch diesen europäischen Superstaat gäbe. Aber wenn wir es mal auf die Klimapolitik wieder zurückbeziehen, was heißt das denn? Deutschland, selbst wenn wir in Deutschland den CO2-Ausstoß auf Null setzen, ja, China und Indien und so weiter, die werden noch weiter pumpen. Also müssen wir uns natürlich auch mit denen verbünden, noch mit denen vereinen. Also gerade diese globalen Probleme sorgen dann dafür in dieser Politik, dass man dann auch eine zentralistische, globale, zentrale Macht braucht. Und das ist okay, gefährlich. Also Sie sagen, die größte Gefahr ist der Globalismus, der Internationalismus und die Abschaffung des Nationalstaates. Wenn ich jetzt umdrehe und sage, was Sie sich für Deutschland wünschen? Sie sind morgen der Bundeskanzler, was würden Sie als erstes machen wollen? Erstmal eine Verantwortung, die ich niemals haben will und auch eigentlich niemanden wünsche. Okay. Allerdings... Das, was ich mir wirklich wünsche, ist, dass der Staat weitaus weniger Macht hat. Je mehr Macht der Staat hat, desto weniger Freiheit hat der Bürger. Ganz einfach. Der Staat hat viel zu viel Macht. Ich habe gestern irgendwo ein Schild irgendwo auf dem Bahnhof gelesen, dass die von der Leyen fordert, wir brauchen ein Digitalministerium. Ja, okay, klar, ein Digitalministerium. Natürlich brauchen wir das. Brauchen wir natürlich nicht so einen Schwachsinn, aber das bedeutet letztendlich, das muss finanziert werden. Wenn das finanziert werden muss, mehr Macht an den Staat und weniger Freiheit für den Bürger und auch gleichzeitig weniger Geld, weil das muss ja finanziert werden. Weniger Macht für den Staat, mehr Einfluss für den Bürger. Ich lasse das gerne so als Schlusswort stehen. Ich bedanke mich fürs Kommen und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen.